Herr Gumbitsch, Ja. wie geht's Ihnen? Mir geht's soweit ganz gut. Ja, das freut mich. Mir auch, allerdings muss ich mich jetzt ein bisschen mal um meine eigenen Belange kümmern. Was machen Sie denn? Ich habe doch beim Van Bergen unten den Vertrag für den Reiterhof unterschrieben. So, wie ja. Reiterhof? Das ist der Sonnenhof. Ja, den Sonnenhof mit den Pferdchen. Okay. Meine neuen Maschinen. Was ist denn das? Moin! Ah, moin! Grüß dich! Danke vom Unitrack! Oh, wo soll das hin? Ja. Kannst du mal einmal. Ja, hängen wir einmal die Aufbauten. Herr Gumbitsch, ich verabschiede mich, ne? Ja. Tschüss. Oh. Ach so. So, dann fahren wir mal hier los. Ich wollte nämlich auch mal zum Händler runter, mal gucken, ob der irgendwie Prospekte ausliegen hat oder so. Weil ich muss auch noch mal gucken, was wir da machen können. Ich brauche ja auch das ein oder andere Gefährt noch. Wird wahrscheinlich auch den Audi hier verkaufen müssen, damit ich mir ein bisschen was leisten kann. Das gucke ich gleich mal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo der Händler ist. Moment, ich muss mal gerade auf die Karte gucken. Ups. Ja. Karte ist aus. Ja, links. Okay. So, dann gucken wir mal, ob ich den Händler finde. Ja, okay. Warum auch immer. Was war denn das? Hinterachse kaputt. Nein, dann Prügel zwischen die Räder geworfen. Vielleicht hier. Oh. Ah, Mist. Aha. Scheiße. Halt! Ach, Mist, ey. Hallo? Ja? Herr Van Bergen. Schön, dass Sie hier sind. Können Sie mir gerade mal helfen? Ich habe da ein kleines Problem. Sie sind von der ganz schnellen Sorte, ne? Ja. Sie wissen direkt, was los ist. Aber passen Sie auf. Warten Sie, ich habe einen Teppich hinten drin. So, Moment hier. Fahren Sie mal noch ein Stück zurück. Ah, gut. So, hier Teppich drum wickeln. So, ich steige ein und lenke mit. So, jetzt. Langsam. Hoffentlich hört er mich überhaupt. Ah ja, jetzt fährt er wieder. Ah, sehr schön. Super, vielen Dank. Wissen Sie, wo der Händler ist? Wie heißt denn der? Harald Steyer. Okay. Aber der ist nicht da, oder wie? Mist. Okay, gut, dann danke erstmal. Jo. Tschüss. Wieso soll der Harald Steyer heißen, wenn eigentlich hier
Landtechnik ist. Ja, vielleicht war das sein Schwiegervater oder so. So, ich gehe mal gucken, ob da irgendwelche Prospekte rumliegen. Offen ist er schon mal. Aber keiner da. Da hier. Oh, da. Da liegt was. So, ich brauche nämlich irgendeinen... Ich brauche für die Pferde natürlich einen Transporter. Oh, 16.000 kostet der. 16.000. Dann brauche ich... Brauche ich wahrscheinlich noch irgendwie ein Fässchen für Wasser. Dann können wir so ein altes Ding. Oder ich hole mir den hier. Einen ganz kleinen. Und dann bräuchte ich vielleicht noch einen Traktor. Ich müsste auch irgendwie wahrscheinlich Gras oder so machen. Oder was fressen denn Pferde? Heu? Heu, oder? Heu ist, glaube ich, ganz gut. Warte mal, ich rufe mal gerade den Gumbitsch an. Hallo? Hallo, Herr Gumbitsch? Ja. Sie, ich habe mal gerade eine Frage. Wissen Sie eigentlich, was so Pferde fressen? Pferde? Ja. Ja, Hai oder Gras. Ja, okay, das habe ich auch gedacht, dass sie so Heu fressen. Aber ich war mir nicht sicher, wissen Sie? Ja, ja. Ja, aus der Stadt. Jetzt müssen wir mal... Sigi! Hey? Also, ach, der telefoniert. Ich bin gerade da eingestiegen, weil du hast mir nicht die Augen gehalten. Ja. Einfach weitergefahren. Eigentlich habe ich lange gewollt fragen, ob dann kannst du den Miststreier und das Güllefass und mit dem Ladewagen kannst du alles mitnehmen. Oh, wat? Was? Achte! Man hört ihn so schlecht, ey. Und dann braucht die neue Mähmaschine. Brillmeier. Sieh aus, als ob nicht der Händler sind. Ja, ich brauche halt Aprilmeier. Ja, ich bin aber nicht der Händler. Ja, soll ich das bestellen und du lieferst es mal? Na, bin ich hier bei Lieferanten oder was? Ja, gut, bist du selber. Und lieferst du mal wer die ganzen Maschinen? Wie viel stehen da hinten? Ah, ist da der Deutsche? Ah, ja, hallo. Ja, grüß dich. Sie sagen jetzt, man braucht Heu. Ja. Okay. Oder was machen Sie hier bei Meinrad? Wie, Meinrad? Ja, hier ist beim Händler, bei Meinrad. Ich dachte, er heißt Steirer. Ja, Meinrad Steier. Okay, ich bin verwirrt, weil da oben steht eigentlich Hochrater. Ja, das ist aber der... Der, was da arbeitet, der heißt Meinrad. Ah. Und der Hochrater, wer war das? Ja, das ist der Chef. Ah. Also der hier arbeitet, ist nicht gleichzeitig der Chef. Ja. Nee, aber der Meinrad, das ist der Vertreter von den Steiertraktoren und alles. Also er verkauft ihn zu Meinrad. Was ist denn jetzt? Macht die Bundeswehr hier das Heer, macht das hier Übungen gerade, oder? Weiß auch nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall, wenn Sie sich mal ein... Also ich kann Ihnen ganz gut so ein Expert empfehlen. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Kompakttraktor, so ein Expert, den könnten Sie sich kaufen. Den kann ich mir nicht leisten, ich habe 20.000 Euro. So. 25.000. Bin ja am überlegen, ob ich mir so einen kleinen Lindner hole. Muss ja nicht viel machen. Welchen Lindner? Weiß noch nicht. Ach so, den Unitrak. Nee. So ein Traktor. Ah ja. Oder ich weiß ja nicht, was es sonst noch so gibt. Sie holen sich einen Steyr Turbo. Was will ich denn mit einem Steyr? Steyr Turbo. Moment, ich habe da einen Katalog gefunden. Ich wälz da gerade mal drin. Steyr Turbo? Finde ich nicht. Wo ist denn der? Kompakttraktoren, ganz hinten. Ah, das ist ein Steyr. Ich dachte, das wäre ein Lindner. Ah. Ganz, ganz hinten. Ja, 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 aber die sehen ja gleich aus. Das ist ein Lindner, ja. Sehen ja gleich aus. Nein. Ja, vielleicht hole ich mir auch sowas.
Ja. Hat keinen Garten. Ja. Okay. Ah, der letzte, der hat auch Frontladeanbau. Ja. Und der vorletzte nicht. Vorletzte ist auch. Der auch, okay. Dass sie holen sich noch nicht Truck. Aber ja, nee, nee. Hey! Hey! Okay. Mitfahren. Hä? Okay. Dann muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen hier. So, ah, das haben sie ja, ne? Naja, ich brauche auf jeden Fall was. So einen Pferdeanhänger brauche ich auf jeden Fall. Kaufen sie dann Jeans? Dicht? Ich brauche ja halt. Sich diese Brillmeier, Motormeier schon mal gesehen. Nein! Bitch! Ja? Van Bergen, hallo! Ah, moin! Ja, fährst moin. Mit dem Unitruck selber hoch! Ja, ja. Gut, danke. Du, kannst du mal bitte das Güllefass und Miststreier und Ladewagenhöhl in Alten? Darf die verkaufen? Gumpitsch! Ja. Nein! Ich muss als Onishay DHL oder was? Ja, dann sag ich eben in Meinrad, er sitzt Höll. Kannst du denn machen, dass der Meinrad holt? Ciao! Ja. Du rufst den Meinrad an und dann tust du dem sagen, der soll das holen. Dann den. Schwierig, der Leid. Okay, servus. Wo sind die jetzt hin? Servus. Weg. Oder sie holen sich ein. Oder sie holen sich so unter mittelgroße Traktoren diesen 6M Series. Von welchem Geld? Da holen sie sich sowas nicht. Weil ich kein Geld hab. Aber gefällt ihnen sowas auch nicht, oder? Ja doch, schon hier ist was Schönes. Aber ich habe halt kein Geld, deshalb bin ich mir am überlegen, was wir machen. Haben wir hier auch irgendwo eine Rubrik? Ah ja, hier Autos. Oh, da sind auch. Also, wenn ich mal ganz viel Geld habe, dann hole ich mir so ein Lamborghini. Ein Rad. Pickup wäre interessant. Meinrad. Ich bin Siggi! Ja, weißt du, wo der Meinrad ist? Nee! Rauchert jemand, der was meiner Maschine. Bumbitch! Ich sehne dir nicht nochmal! Ich warte den ganzen Tag schon ja. Auf dem Maschine, dass der was anhöhlt. Hallo? Ja, du hallo. Musst mit Meinrad telefonieren! Hallo? Ja, tue ich ja die ganze Zeit! Hallo? Ja! Die Tür geht nicht mehr auf. Welche Tür? Ah, irgendwie gerade. Die ging gerade nicht mehr auf. Ich war gerade hier. Moment, warten Sie mal. Digi. Ah, jetzt geht sie wieder. Digi. Komisch. Ja, ein bisschen alles komisch hier. Wollen Sie sich einen Terus holen? Gumpitsch. Das hab letzte gehört. Mal. Ich habe kein Geld. Von so einem Ort namens Grünfelder Land. Wird von jemandem die ganzen Maschinen versteigert. Echt? Ja. Warum denn sowas? Soll ich wissen. Also ich habe in der Zeitung gelesen, dass derjenige Schwarzgeld mit der Mafia irgendwas zu tun hatte. Aha. Mhm. Okay. Auf dem Hof waren irgendwie 500.000 Euro Schulden. Was? Was für einer? Ich weiß auch nicht so genau. Und der soll sogar noch den Schafbauern mit reingezogen haben. Wie soll das gehen? Weiß ich nicht genau. Aber der Schafbauer hatte auch 500.000 Euro Schulden, stand in der Zeitung. Ja, und wie funktioniert das? Tja, weiß nicht. Die Polizei hat ermittelt, aber hat noch kein Ergebnis präsentiert. Na gut, ich bin mal weg. Soll ich die mitnehmen? Nee, danke, passt. Geh mit. Hä? Im. Nein! Was soll ich hab was auf dem Beifahrersitz, ein Geschenkel. Okay, dann geh ich mal mit. Sollte man eigentlich nicht machen, aber naja. Kleiner. Beifahrersitz, habe ich was Schönes.
Ja. Sie wollen mich entführen. Tschüss. Hey, nein. Okay, ich stelle ihn ab. Also hier haben sie. Hey! Etwas. Ah. Ja. Sie sitzen aber ein bisschen arg weit vorne. Sie sollten mal ein bisschen weiter zurückrutschen. So, und nun muss ich nachher nach Hause laufen, oder was? Ich glaube, der will mich umbringen. Kopfschmerzen. Ja, bei dem Fahrstil ist es kein Wunder, dass sie Kopfschmerzen kriegen. So, können Sie mich jetzt wieder rauslassen? Brauch Sie zum Arbeiten. Zum Arbeiten? Ja. Sie wissen schon, dass ich nichts kann. Ich komme aus der Stadt. Das ist ein bisschen vergebene Mühe. Brauch Sie doch trotzdem. Das ist in Ordnung für Sie. Nein, ist es nicht. Sie entführen mich gerade. Sie wollten mir aber übrigens noch Geld überweisen, für das, dass ich Ihnen geholfen habe. Habe ich Ihnen schon. Ja, 200 Euro mal irgendwann. Wie viel wollen Sie? Ich weiß nicht. Ich habe ja ein bisschen mehr jetzt gearbeitet. Ich bin ja auch ein bisschen besser ausgebildet worden von Ihnen. So, Sie nehmen jetzt diese drei Maschinen mit runter. Ach so, hätten Sie doch gleich was gesagt, ob ich Ihnen helfen kann, dann hätte ich gesagt ja. Also den Traktor und die Dinger hier. Ja, den Traktor nicht, nur die Maschinen runterfahren. Ja, soll ich die, wo soll ich denn die dranhängen? Ja, auf dem Traktor. Ja, sagt euch, Sie nehmen den Traktor und fahren die drei Dinger runter. Ja, ich meinte, dass Sie den Hund auch verkaufen wollen. Uff, mir egal. Ich verkaufe den auch, wenn es sein muss. Nein. Okay, darf bis denn. Wer verkauft, ich sehe zu. Alter, jetzt dachte ich, der will mich entführen, ey. Dabei soll ich dem nur die Scheiße hier runterfahren, ne? Dann. Aber mein Vertrauen ist weg, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht nicht. Ja, vielleicht lasst er ja den einen oder anderen Euro mal springen. Wäre ja vielleicht was. So, aber inzwischen weiß ich natürlich, wie es zum Händler geht. Das ist ganz praktisch. Der hat mir jetzt einen Weg gezeigt. Oh, was ist denn der hier mit dem Flug rum? Wo fährt denn der hin? So. Ah, der fährt auch was runter, okay. Bist pämmert oder was? Springt er mir einfach vor den Traktor, ey. Will der denn? Warum kommt der denn nicht her, der Vollhorst? Was ist denn los?
Ja, wie soll ich denn das machen, wenn sie ja das gesperrt haben, dass ich da nicht rein kann, mit ihm zu reden? Ja, ich will halt nicht mit jedem reden. Ja, du fährst jetzt hoch, dann... Ja, ich hol das andere Zeug noch. Nee, dann fahre ich mit dem Miststreuner runter und dann nehme ich dich mir auf den Beifahrer mit runter. Ja, meinetwegen. Ja, weil an das Güllefass habe ich ja schon hier. Ja. Jo, passt. Tschüss. Tschüss. Erst probiert er mich zu entwirren und dann rennt er mir auch noch vor der Karre rum. Ey. Also, vielleicht kriege ich von dem noch ein bisschen Geld jetzt für das, dass ich ihm auch noch das Fahrzeug runtergefahren habe. Es wäre ganz optimal, weil dann kann ich mir ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr leisten. Und wenn es nur ein Tausender ist, also ist mir ja wurscht. Hauptsache ein bisschen Kohle. Also was hat er gesagt? Er nimmt mich dann mit runter, oder? Ich stelle ihm das Teil mal hier rein. Ja, hoffentlich kommt er bald. Ach Gott. Alles durcheinander. Schlüssel. Steckt. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, halt. So, jetzt. Ja, servus. Servus. Was machen Sie denn da? Sie haben gesagt, ich soll hier reinsteigen, wenn Sie da sind. Wieso? Machen Sie denn das gesperrt da, dass Sie nicht mit Ihnen reden kommen, ha? Tja, wenn ich das wüsste. Ja. Sollen das? Muss ich noch mal kurz was aber auch noch anleiten? Mein Rad auch leiten. Mein Rad? Mein Rad. Der war doch nicht da. War doch nur der. War doch nur der andere da, der alte Vogel da. Van Bergen. Ja, der Van Bergen, der Van Bergen. Ja, es wäre mal Zeit, dass hier in Walchen wieder ein paar Einwohner dazukommen. Ein paar Junge. Ja. Was arbeiten wollen. Ja. Ist nur so alte, die. Oh, da ist er. Ja, so. Servus. Servus. Nicht nur so ein paar alte Kreise, die schon auf dem Traktor einschlafen. Bin ich Ihnen jetzt zu alt oder was, hä? Ja, warum denn Sie? Ich meine den da drüben. Aha. Der Van Bergen. Okay. Ist aber schon auch komisch, dass der das Händler von das Feld von meinem Rad pflügt. So. Gut. What? Servus. Na, Moment, stopp. Ja. Gucken Sie mal hier. Sehen Sie das? Los. Ja, gucken Sie mal hier. Los. Wo denn? Ja, hier, in meine Brieftasche, die ist leer. Ah, da in die Brieftasche. Geld, die nimmt die. Ja, machen Sie da mal ein bisschen was rein. Also, Sie meinen hier, da unterm Treppe da. Nein, in meine Brieftasche. Ah, hier beim Blutdank.
Sie wissen schon, was eine Brieftasche ist, oder? Okay, dann bin ich mal weg, ne? Ich hab's aufgefüllt. Ne, Spaß. Was wollen Sie denn? Ja, am besten Geld. 2 Euro könnte ich mithaben, ich muss schauen. So. Geizig sind sie ja nicht, ne? Hab ich's denn ja überwiesen. Ja, das freut mein Herz. Vielen Dank. Kennen Sie in meinen Rat sagen, er soll das exportieren? Ja, wenn ich ihn sehe, mache ich das. Ja. Gut, danke. Gut, danke für die. Tschüss. Tschüss. Gut, liebe Leute, das war's von der heutigen Folge hier auf dem RP, auf der weichen Urlaub auf dem Bauernhof. So, der Urlaub ist mehr oder weniger jetzt beendet, weil wir haben ja unseren eigenen Hof und den müssen wir jetzt dann in Zukunft auch bewirtschaften. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da und bis morgen, nein Quatsch, bis Mittwoch. Tschüss.